Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 6. Wir befinden uns in Yellam und ich, wenn man es so ausgesprochen hat, ich weiß es immer noch nicht genau. Und ja, wir schauen uns einfach mal hier um, was es hier so alles gibt, mit wem wir reden können. Okay, da ist schon mal zum Beispiel keiner da. Ist hier denn jemand da? Da ist auf jeden Fall ein Hund da. Aber ansonsten auch niemand. Na ja, gut. Taverne ist immer ein guter Ansatzpunkt, um mit den Leuten mal zu reden, um die Leute zu finden. Ist aber auch niemand da. Okay, einer, das wird wahrscheinlich der Gastwirt sein. So, wer bist du denn? Uiuiuiui, sehr schwerer Dialekt. Das ist auf jeden Fall der Martin. Gut. Der Holländer? Okay, und sein Beruf? Ist die Herberge. 35 Gold und... nee, danke. Okay, uiuiui, ich hoffe, die anderen sind nicht so ganz so schlimm in ihrem Dialekt. Ja, hier drüben ist die Mondpforte. Gehen wir doch glatt mal dahin. Und markieren das. So, hier ist die Mondpforte. Mondpforte. Perfekt. Hier gibt es sonst nichts mehr wirklich. Nun gut. Da war die Taverne und da drüben war doch noch ein anderes Haus, genau. Das ist... Yellam ist sowas von kompliziert aufgebaut, aber gut. Wenn die das so wollen, ich glaube, es wäre keine Stadt für mich. Ist auch keiner. Die sind alle unterwegs anscheinend. Ah, da sind welche bei der Schmiede oder was es ist. Nummern. Hey, haben wir von denen schon gehört gehabt? Dein Beruf? Waffenkammer. Okay. Geschosse? Brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir haben, glaube ich, noch genug. Und sonst? Was hat er sonst zu kaufen? Das war's, glaube ich, ja. Der hat nicht wirklich viel. Uff. Das brauchen wir alles nicht. Ist denn sowas hier für unsere gute Dings? Aber ja, gut. Das Schild der Courage. Ah ja, okay. Was ist das hier? Das sieht doch interessant aus. Wo kommt das hin? Kommt das hierher? Ah, das muss man da anziehen. 2 zu Armor, 1 zu Armor, okay. Ah, dann bekommt sie das mal, glaube ich. Ja, ach, das macht sogar auch noch das hoch. Das ist ja cool. Da hätte ich gleich gerne noch eins von dem Ding. Dann werden das hier noch ausgerüstet. Gut. Haben wir noch genug Geld? Ja, dann bekommst du das auch noch. Gut, das heißt hier ausgerüstet. Dupré hat das hier drin.
Naja, das andere ist ein bisschen stärker, aber gut, das soll's. Du hast aber auch noch nichts drin. Du, aber kannst du das überhaupt nehmen? Ja, perfekt. Dann machen wir das jetzt so. Sehr schön. Da drüben ist... das ist nur ein Burger. Okay. Oh Mann, ist das hier alles verwinkelt. Das fand ich ja schon im fünften Teil schwierig. Aber wir kriegen das alles hin. Wir werden das alles noch erkunden. Das sah auf jeden Fall interessant aus, da wo es runtergeht. Aber wir wollen erstmal hier, glaube ich, bleiben. Okay. Was auch immer das da ist. Nur ein Kind. Dann bleiben wir mal weiter hier. Da in diese Mitte gehen wir später noch rein. So, was ist das hier? Der Heiler. Jemand zu Hause? Bürgerin, unbekannt, Verwundeter. Okay. So, wer bist du? Ach, Dahl. Und sein Beruf, naja, ist ja auch klar. Ja, das kann ich verstehen. Okay, das war der Heiler. Da drüben ist noch ein Haus. Ist hier jemand zu Hause? Sollen wir vielleicht doch gleich in die Mitte gehen? Hier ist auch keiner da. Und, das wollte ich nicht anklicken. Dann gehen wir doch vielleicht doch gleich in die Mitte und schauen an, was das hier ist. Früher oder später... Oh, Moment. Ne, da waren wir schon drin. Ja, das sieht aus wie so ein... Übungsplatz, Herlager und so weiter. Aber irgendwie ist da auch niemand. Naja, gut. Dann ist es so. Ist vielleicht in diesem Wachturm jemand? Schauen wir doch mal rein. Oh, aber nicht mit den... Ach, ihr habt einfach nur wieder die Tür zugemacht. Na, das sieht aber auch aus, wie wenn das so ein Ding sein könnte. Sieht amtlich aus. Wo ist da jemand? Ah, ne, das ist Julia. Ne, hier ist auch nichts. Und ganz oben wird wahrscheinlich auch keiner sein. Hallo? Yellow Map. Die nehmen wir doch gerade mal mit. Und schauen uns diese Karte mal hier genauer an. Yellow. Ja, okay. Hier ist das Ding. Ja, das ist sehr, sehr weitläufig. Okay. Eigentlich könnte man die mitnehmen. Ja, und das war's. Wie gesagt, hier ist nicht wirklich viel. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder runter. Hier wieder durch. Nein, nicht hoch, nicht hoch. Hier unten bleiben. Oh, und ihr findet den Weg nicht. Ah, seid ihr schlau. Ihr findet immer noch den Weg nicht, obwohl er es auch... Ja, das ist ein Bug von der Engine. Naja gut, ich hoffe, das geht wieder vorbei.
deswegen. Es war kein Bug. Da waren ein paar Leute noch drin, wo... wo den Weg nicht gefunden haben und deswegen hat sich das immer so angehört. Naja, gut. Aber jetzt sollte es gehen. So, bitte hierher kommen. Oh, ihr zwei findet den Weg immer noch nicht. Ja, das ist nervig, aber gut, was soll's. Aber, nee, das ist nur ein Burger. Ich dachte, dafür hätten wir jetzt noch einen neuen Dings gefunden, aber gut, was soll's. Jetzt sind wir alle wieder da, jetzt funktioniert die ganze Sache. Und jetzt verstehe ich das auch, warum das ab und zu mal so komische Geräusche gibt, wie wenn man da nicht hinlaufen könnte. So, dann schauen wir mal weiter. Da war ja niemand drin. Aber da haben wir doch gleich noch jemanden. Ah, ja, und hier ist auch die Taverne. Ja, hier zwei Goldstücke. Du bist Heftimus, alles klar. Heftimus, wer auch immer der genau ist. Sein Beruf ist... Ex-Pirat. Okay, das war's wohl. Nun gut. Hat auch nicht sonderlich viel zu reden. Dann schauen wir mal in die Taverne hier rein. Wen haben wir da? Da haben wir zwei Unbekannte. Oh, das sind gleich viele da. Trommler, noch ein Unbekannter. Trommler und Unbekannt. Ja, hier gibt's viele Leute, mit denen wir reden können. Dann Stammgast, Stammgast. Okay, dann reden wir doch erstmal mit dem hier. Erstmal, wer bist du? Coolham. Okay, sein Beruf ist bestimmt Bade. Nee, doch. Ah ja. Okay, singen. Und da haben wir auch schon das Mantra. Das ging ja einfach, man muss nur mal einen Baden zuhören. Okay. Das war's, glaube ich. Ja, genau. Geschichte noch. Ja, erzähl mal. Ich habe doch eigentlich gesagt, ja. Habe ich jetzt auf Nein gedrückt? Ja, okay. Was soll's. Gut, dann reden wir mal mit ihr hier. Dein Name ist Lisandra. Alles klar. Moment, das ist so. Andi, okay. Beruf? Ja, mach mal. Schwert und Dings. Okay, eine Ratte. Okay. Und da ist die Rune drin. Ich glaube, ich weiß, wie wir da dran kommen. Ich schätze, wir brauchen Sherry. Was für eine Idee. Ja, kennen wir. Okay, dann brauchen wir Sherry hier. Okay, das heißt, wir müssen nochmal zurückfahren und dann zum Thronsaal teleportieren. Ja gut. Dankeschön für das Gespräch. Und wir wissen jetzt auch, wo es ist. Und es sollte doch hier sein, oder? An der Nordwand. Na, müssen wir gleich mal schauen. So, das Mantra der Tapferkeit ist rar. Die Gäste im Wirtshaus sagen, das Rattenloch sei in der Nordmauer Lisandra
sei in der Nordmauer. Lysandra glaubt, dass laut britisch sprechende Maus die Rune eventuell wieder hervorholen könnte. Gut. Aber sonst noch was hier? Nein, das war's. Gut, da haben wir noch einen Unbekannten. Wer bist du? Ja, ja, machen wir mal. Okay, sein Name ist Jerris. Und das sieht ziemlich verprügelt aus, wenn ich das mal so sagen darf. Oder das Bild stimmt nicht ganz. Mit. Beruf. Ja, okay, das war's wohl. Alles klar. Mit denen haben wir geredet, den haben wir geredet. Lysandra haben wir geredet. Die zwei gehen ja nicht. Adral haben wir hier. Stammgast. Stammgast. Aber da hatten wir, glaube ich, noch jemanden. Trommler, Trommler, unbekannt, unbekannt. Dann reden wir mit dem hier. Ah ja, ein Bade. Das war da. So, Beruf. Ja, singt ein Song. Okay. Nee, danke. Das war's wohl mit ihm. Jetzt können wir noch mit dem hier reden. Du bist Arwin. Alles klar. Arwin. Er kocht gerade das Abendessen. Verse? Was ist Verse? Ah, okay. Schauen wir mal, was gibt's denn bei dem? Okay, nur das hier. Alles klar. Alles klar. Sonst hat man, glaube ich, hier niemand drin. So, dann den Celium haben wir auf jeden Fall noch, mit dem wir reden müssen. Aber den haben wir jetzt noch nicht entdeckt. Ah, halt, halt, halt. Die... Wo ist hier das jetzt, das Mäuseloch? Hieß es nicht, dass das hier irgendwo an der Nordwand sein müsste? Ich sehe hier aber nichts. Doch, da. Mäuseloch. Nun gut, dann müssen wir später nochmal wiederkommen für die Rune. So bekommen wir sie nämlich nicht raus. Aber schauen wir mal, ob wir noch weitere Leute hier finden. Das sind Pferde. Das sind sogar sehr viele Pferde. Okay, dann schauen wir mal weiter um. Da ist auf jeden Fall nochmal ein Sumpf hier im Norden. Aber kein Haus mehr. Nun gut, wir wissen zumindest das Mantra schon und wir wissen auch, wo wir die Rune bekommen. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Schrein schon befreien. Oh, der Bürgermeister, das ist wahrscheinlich der Dings, der vorhin angesprochen worden ist. Der fehlt uns immer noch. Gute Frage, wo der steckt. Oh, okay, wo geht's denn hierher? Eine Brücke hier rüber? So, da geht's nur nach oben. Ich sehe zwar aus, als ob es da nichts mehr gäbe. Na gut. Dann schauen wir nochmal da in dieses Haus hier rein. Das sah nämlich aus wie so eine Amtsstube. Schauen
Schauen wir mal, ob da jetzt jemand drin ist. Nee, leider nicht. Leider nicht. Was ist das? Ah, das war Dings. Das war No Man's. Okay, wer fehlt jetzt schon wieder? Dass die manchmal so Probleme haben, irgendwo hinzugehen. Na gut, ich glaube, es wird auch dunkel langsam. Das heißt, wir machen uns vielleicht mit dem Schiff langsam auf. In andere Gefilde wieder. Dahin, wo wir halt hinkommen. Mit der Mondfahrt, sodass wir das Schiff nicht verlieren. Dann gehen wir nach zu Lord British und holen Sherry. Und fahren dann hier wieder zurück. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Dann können wir auf jeden Fall das hier fertig machen. Dann können wir den Schrein befreien. Und auch die Mondpforte hier machen. Und dann können wir hier immer hin und her porten. Das wäre nicht schlecht. Dann können wir nämlich Sherry auch wieder zurückbringen. Nun gut. Dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.